Irrationale Ängste, dann probieren wir das heute doch einfach mal nochmal. Aber diesmal rüsten wir gleich die Kettensäge aus. Das ist das mit dem Honig gewesen, ne? Schließlich bestehst du aus Metall. Jo, auf geht's! Och, redet der schon wieder nicht mit mir? Redet nicht! Ich hab zu viel Angst. Ja, geh, nochmal anquatschen. Hat das jetzt angefangen? Nee, ich sprich mit Beckham. Hallo? Meine Güte. Ich dachte, meine Sensoren hätten einen Knacks bekommen. Hat Edna sie geschickt? Glaubt sie, ich kann keine einfache Aufgabe erledigen? Diese Frau hat Nerven. Wer ist Edna? Sie verfolgt mich wie ein böser Fluch. Immer trägt sie mir die fürchterlichsten Aufgaben auf. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich so denke. Nee, unser Geheimnis. Heute probieren wir es nochmal. Ich werde dir helfen. Dem Helfer wird geholfen. Wahrlich üble Zeiten. Ich kann einfach nicht verstehen, dass sie von mir erwartet, Honig zu sammeln, wenn solch scheußliche Bestien in der Nähe sind. Wenn sie sie einfach beschäftigen könnten, wäre ich das Produkt. Dann legen wir... Machen wir... Ey! Der will heute irgendwie nicht mit mir reden, ey. Einfach abgebrochen. So, Beckhams Gesundheit. Jetzt müssen wir hier bei ihm bleiben. Okay, sie geht raus. Und dann mal schauen. Was war das noch? Honigbässchen und der Yogais. Im Vergleich dazu fühlen sich Albträume wie Märchengeschichten an. Ja, Märchengeschichten, nicht, genau. Dass ich Albträume hätte. Nee. Im Vergleich dazu fühlen sich Albträume wie Märchengeschichten an. Meine Güte, höre ich da... Oh, übel. Eigentlich wollte ich zuhören, was der sagt. Aber ich habe gerade gesehen, der hat schon wieder sehr wenig Gesundheit, oder? Boah, heftig. Wie soll ich das denn? Waren das jetzt die Bienchen? Wo denn noch? Hier sind noch mehr Bienchen. Bienchen auch böse. Beckham dumm. Bienchen böse, Beckham dumm. Nee. Oh, kann ich den nicht irgendwie reparieren jetzt oder so? Ja, übel. Bitte nicht, dass sie schon wieder zurück sind. Wie, was, wo? Oh, geh doch hier auf mich, ey. Wenn die auf mich gehen würden, wäre das ja auch nicht so schlimm, ne? Und ist er kaputt schon? Der ist schon kaputt, ne? Beckhams Gesundheit steht da. Fehlgeschlagen, das gibt's doch einfach nicht, ey. Boah, wie viele das jetzt auch sind. Warum gehen die denn nicht auf mich? Ich bin doch hier der Gegner. Ah ja, gut, dafür haben wir jetzt ein paar Sachen gekriegt. Schlimm, ey, richtig schlimm. Dann frage ich mich, wie man das Event macht. Reparieren geht auch nicht, ne? Nee, da rollt er schon wieder heftig. Jetzt geh doch weg da, ey. Heftig, richtig, richtig übel. Nee, das wird nichts mit irrationaler Ängste. Das ist ja Mist. Oh, Leute, schreibt mir mal bitte, wie man das machen soll. Oder muss ich von ihm weg, damit die auf mich gehen? Das ist jetzt der zweite Versuch gewesen. Hat wieder nicht geklappt. Übel. So geht das ja mit meiner Feuersäge, hätte ich schon fast gesagt. Ja, nee, dann nicht. Ja, Atomrakete würde ich ja auch gern wissen. Aber habe ich jetzt irgendwie auch gerade keinen Nerv drauf. Brauche irgendwas Einfaches. Irgendwas Einfaches machen wir jetzt. Oh, da haben wir ja auch noch so viele. Unsichtbare Bande, erforsche die Tiefe. Sprich mit Mac. Das ist mit Foundation gewesen. Und das hier war Crater. Genau. Und so, was haben wir täglich noch? Vakuumrohren und Rocketkerne. Und untersuche Berkeley Springs. Ja, das haben wir ja schon oft genug gemacht. Ja, dann wollen wir mal schauen. Achso, ich bin überladen. Wieso bin ich jetzt schon wieder überladen? Wegen den ganzen Waffen. Gegenstand. Wie viel denn? 342. Übel. Gewicht 18. Ja, dann schmeißen wir das weg. Das müsste dann ja reichen. Heftig. Dann würde ich sagen, erstmal zurück zum Camp, die Sachen verwerten und, ach so, genau. Und das ist ja auch wieder. Ist ja auch wieder aktiv. Hier ist es. Das habe ich ja letztens irgendwie gesucht gehabt. Aber
aber wo? Hilf Dagwer, aber da wird jetzt auch nur eine angezeigt, ne? Und nicht die Aufgabe, die wir machen müssen. Nee, Aufseherin. Achso, da fehlt uns noch Abzeichen, da müssen wir noch Theorie machen und das ist wieder was anderes. Ja, nee, dann weiß ich es auch nicht. Oh, Entschuldigung. Das hat mich jetzt schon wieder so angenervt, dass das wieder nicht klappt. Warum kann ich den nicht beschützen? Warum geht das nicht? Ah, Mann. Muss doch gehen, dass man das auch alleine hinkriegt. Wahrscheinlich muss ich wirklich ein Stück von ihm weg, damit die erstmal auf mich gehen. Dann haue ich die weg und dann kann er in Ruhe seinen Honig sammeln. Und dann können wir den Honig zu dem anderen Mr. Handy bringen. Zu Sweetwater. Zu unserem Sweetie. Sweetie Sweetwater. Ja, schade. Schade, schade. Dann erstmal die Sachen kaputt machen. Ja, das war Schrottfuttersaft. Das brauchen wir ja nicht. So, das kann weg. Das kann auch weg. Das kann auch alles weg. Haben wir noch Schrott zum Verwerten? Nee. Gut, dann lagern wir das schön ein. Einlagern. Ist mein Lager voll? Nee. Was habe ich denn da schon wieder so viel drinne? So viele Sachen. Hilfsmittel. Alles für Pfadfinder und Wackelpuppe. Und oh, zwei Glückswackelpuppen. Schön. Haben wir hier unten noch irgendwas? Hier haben wir doch eine Wackelpuppe. Ach, weil ich schon wieder so viel Stimpack und so habe. Oh, übel. Mal gucken, ob wir schon irgendwas verkaufen können. Ist er aufgefüllt mit neuen Kronkorken? Ja, ist er. Sehr schön, sehr schön. Ach, und die Dinger ja auch wieder. Ja, hier, dann nimmt man das hier und den Berghonig und oh, so viel Zeug. So viel Zeug brauchen wir alles gar nicht. Die Brombeerensaft kann auch weg und Hilfsmittel müssen weg. Die wiegen immer so viel, die benutze ich sowieso nicht. Das kann weg und Medics kann weg, Mantles auch. Ja, komm, nimm das. Ich will los. Ich will loslegen, weitermachen mit der Quest. Relics. Wer braucht denn so viel Relics? Jetzt nicht mehr. Behilflich sein. Ja, weiß ich nicht, vielleicht wieder mal. So, das kannst du auch alles haben und den Super Stimpack und den verdünnten auch. Und dann haben wir wieder unter 200, dann haben wir wieder mehr Platz. So, was wollten wir jetzt machen? Commander Dagwer, muss ich jetzt nochmal mit der reden? Komme ich da wieder nicht durch, oder? Doch. Ach, Tatsache, ich muss mit ihr reden. Hey, na dann. Warum ist sie denn schon wieder nackig, ey? Ah, Kleidung. Wo ist es denn jetzt? Muss ich es wieder neu ankleiden? Manchmal hat sie es an und manchmal nicht. So, dann nimm mal hier den Halloween-Kostümchen. Und jetzt ist es schick. So, interagieren. Hättest du doch nur ins All fliegen können. Es dürfte dauern, bis das wieder möglich ist, aber vielleicht waren wir einfach noch nicht bereit. Ja, vielleicht. Flirten, wenn du die Herrin der Mysterien bist, was bin ich denn dann? Ach, wer bin ich denn dann? Ja, wer oder was? Du bist mir ein Rätsel. Ich dachte erst an Manta Man, aber irgendwas an dir ist eigenartig. Irgendwas herrlich. Unberechenbares. Könnte man auch falsch verstehen, aber wenn sie das sagt. was müssen wir denn jetzt auswählen? Das hier, ne? Warum sollen sie dieses Serum entwickeln? Das muss ein Prototyp für was Größeres sein. Mehr kann ich nicht sagen. Ich werde weitere Proben brauchen, um mehr herauszufinden. Okay, dann probieren wir die Proben zu finden, aber hier ist ja gar nichts anderes mehr. Oh, das ist natürlich jetzt auch irgendwie... Wo war das denn? Hatten wir das nicht schon? Ich guck gleich nochmal in der Questliste, aber da war ja nur das eine, ne? Hast du irgendwelche anderen Comics oder Holoband-Spiele von Händlern bekommen? Damit habe ich mich lang beschäftigt. Zwischendurch dachte ich, was sollen eigentlich Comics oder Spiele? Das wirkte wie eine Ablenkung vom Stress, vom Suchen nach der Wahrheit, vom Reparieren dessen, was noch übrig war. Aber es ist mehr als Ablenkung. Spaß ist ein wichtiger Teil des Lebens. Ja. Selbst eines stressigen. Und weißt du was? Ich bin immer noch gestresst und versuche, mein Leben in Ordnung zu bringen. Aber das ist einfacher, wenn ich mich amüsiere. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, dann muss ich später wieder kommen, ne? Warum muss ich selber rausfinden, wo ich hin muss? Ciao, ciao. Bestätige, Ende. Ja, wie, was Ende? Ich will weitermachen hier jetzt. Wo ist es denn?
Ist nicht da, ist weg. Kann man das hier irgendwie anklicken? Nee, das wird dann nur hier angezeigt. Das hier vielleicht. Erforsche die Tiefe. Nee, das war ja wieder was anderes. Sprich mit Modus. Modus, Markus. Aber erstmal machen wir unser Red weg. Hui. Reicht das schon einmal? Lieber nochmal zur Sicherheit, ne? Was macht der denn da? Reisender Händler, was hat der denn? Hat der mal was Neues für mich? Ganz wie Flight. Notizen hat er gar nichts. Ja, schade. Fusionskerne, die brauche ich ja nicht. Boah, mein Hunger und mein Durst, die nehmen aber wirklich ganz schön rasant jetzt zu durch die Mutation. Aber das ist okay, da haben wir ja genug. Haben wir ja genug mit. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das hier, ne? Sprich mit Mac oder unsichtbare Bande? Erstmal mit Mac reden, würde ich sagen. Und mal schauen, was sie jetzt erzählt. Ob die uns wieder irgendwo hinschickt? Oder ob wir endlich einbrechen in den Vault? Ja! Endlich das ganze Gold plündern. Und dann schön Sachen einkaufen. Schön hier die Collectrons und so. Die hole ich mir dann irgendwann, wenn ich wirklich gar nichts anderes mehr brauche. Gar nichts anderes. Ich hätte da auch einfach mich rein teleportieren können. Fällt mir gerade auf. Na gut. Gehen wir einfach so da rein. Hallo. Hallo, Mac. Hast du eine neue Quest? Noch eine neue Quest. Ganz bestimmt sogar. Da vorne ist sie. Schnell hinlaufen. Halt. Bin ich vorbei fast. Appalach. Hey, 7-6. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Macht Lou denn bei der Sache mit? Natürlich. Natürlich macht er mit. Habe ich jetzt keine Antwortmöglichkeiten? Alles verpackt heute hier. Server antwortet nicht. Ja. Ja. Dann nicht. Ah, das gibt's doch nicht. News kann ich nur machen. Achso, News? Ach, das sind die Dinger gewesen. Okay, ja, dann müssen wir uns nochmal einloggen. Oh, das gibt's doch nicht. Welt gefunden. Was hatte der jetzt denn schon wieder? Ah. Müssen wir nochmal zu Mac. Nochmal zu Mac. Und bei dem anderen war das Paige. So langsam habe ich die Namen ja endlich mal drauf. Es gibt so viele Charaktere, wo wir relativ wichtige Quests hatten, die ich aber schon wieder vergessen habe. Auch komisch, ne? So ein bisschen schade, dass man die nicht... Warum bin ich denn jetzt hier? Ich soll nicht zu Mac. Ich habe das Gefühl, ich soll mich nicht so viel mit den bösen Raidern beschäftigen. Ja, dann machen wir halt das andere. Ah, das gibt's doch nicht. Was ist denn heute schon wieder los? Gehen wir auf die Daten. Dann machen wir das. Dann gehen wir halt in die Tiefe. Dann gehen wir halt dahin. Achso, den Ausguck müssen wir ja auch noch aktivieren. Den Ausguck. Dann gehen wir jetzt zum Ausguck. Und nicht immer aufhängen. Weiter jetzt. Baumstamm. Ja, neues Holz. Hat der das jetzt gesammelt oder nicht? Der hat irgendwie Probleme heute. Ja, aber trotzdem, das schaffen wir. Dann halt ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer heute. Ein bisschen geduldig sein. Irgendwie ballern sie auch schon wieder. Die reißen wahrscheinlich schon wieder mein Camp hernieder. Macht aber nichts. Ich wollte das demnächst sowieso mal komplett neu aufbauen. Dann laufen wir hier hinten lang. Sind hier wieder Hirsche? Heute nicht. Doch, da vorne. Aber die brauchen wir heute nicht. Oh, Erkundungen. Das ist was anderes. Das ist ja seltsam. Was macht Erkundungen denn? Das macht... Aua! Ausdauerbonus. Nee, hier so. Wenn mich das schon angreift, dann... Wo jetzt warten, bis sich das von selber tötet? Ja. Wie geil. Ja, wenn du nicht leben willst, dann nicht, ey. Einmal durch die Blümchen geschossen. Ach so, das ist ja was anderes gewesen. War ja gar kein Hirsch. Ah, ich dachte, der zweite. Sonst sind ja hier immer zwei, ne? Die Kronkorken noch einsammeln. Jetzt habe ich schon wieder so viel Red. Mein Red ist auch schon wieder da. Verstehe ich nicht. Sollte ich dann vielleicht zurück in mein Camp? Wie die angefetzt kommen, ne? Voll heftig! Aua! Geh doch mal weg, ja, jetzt. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch eigentlich nur in die Tiefe. Ding! Boah, die sind aber weit weg. Ich glaube, das brauche ich nicht machen. Nee? Können wir uns teleportieren wieder zum Camp? Das gibt's doch einfach nicht, ey. Irgendwie ist halt der Wurm drin. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht aufhalten. Ganz sicher nicht.
Dann müssen wir halt gleich nochmal laufen. Entschuldigung, Leute. Ah, das ärgert mich gerade selber, dass ich voll drauf reinfalle und nicht richtig gucke. So, jetzt aber erstmal Rayback machen. Hey, willkommen zurück. Ja, willkommen zurück. Bin auch gleich wieder weg. Warum geht das denn jetzt schon wieder nicht? So, jetzt aber. So, einmal noch. Dann müssen wir noch die Krankheit wegmachen. Subdomat. Oh, wie schick. Pieks, pieks. Sicher jetzt erst. Ich werde da voll festgehalten an dem Arm. Du hast dich von Hitzewallung erholt. Okay. Dann brauchen wir noch was zu trinken und zu essen. Die Yum-Yum-Eier nehmen wir. Und dann nehmen wir noch ein bisschen den Astern-Tee. Hat das jetzt überhaupt nicht gezählt? Auch der Verkauf nicht? Ich glaube, ich habe auch für den Wechsler hier noch was dabei, ne? Ja, 600 heute. Wow. Aber gleich mal die Sachen da reinschmeißen. Hoffentlich zählt das jetzt. Das brauchen wir alles nicht. Ne, das brauchen wir alles nicht. Das kann erstmal alles da rein. Deswegen wiege ich auch so viel. So, aber jetzt. Und jetzt aber wirklich los. Aber in die Tiefe. Hui, hui. Uran raus ist auch immer schön. Das kannst du alleine machen. So ist der hier gleich wieder. Wieder rot, ey. Oh, nee. Ist das denn die richtige Richtung? Das war irgendwo in Richtung Golfplatz. Und der war ja dahinter. Können wir hier irgendwo durch? Können wir hier durch? Nee, können wir gar nicht. Ah, unser ganz Augen rumlaufen. Oh, wie ärgerlich. Ah, könnt ihr euch das hier mal angucken, was es hier alles so gibt? Die waren wir ja noch nicht oft genug. Hier habe ich mich einmal versteckt. Da oben, das weiß ich noch, als sie alle sauer waren. Laufe ich denn richtig? Ja, genau geradeaus. Sehr schön. Sehr schön. Dann einmal hier rüber. Oh, Beutetier ist so klasse. Freue mich da immer noch drüber. Und hier ist unsere Todeskralle gewesen, auf die wir mit dem Prügler eingeprügelt haben. Kann man bestimmt auch mit ganz viel Nahangriff und so auch mit dem Prügler schaffen. Ein bisschen mehr Verteidigung und Nahkampfangriff und ein paar Stimpaks bestimmt auch. Irgendjemand verfolgt uns. Das ist auch wieder Red hier. Sehr schön. Ja, nee, geradeaus. Okay, aber wir müssen ein bisschen links. Wir wollen ja noch den Ausguck aktivieren. Und auf dem Ausguck gucken, ob es noch irgendwas gibt. Oh, was gibt's hier? Gibt's auch was Schönes? O'Collar Lager und Old Possum und noch ein O'Collar. Schön, schön. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen. War das richtig ungefähr? Da ist er doch. Einfach mal die Augen aufmachen. Oh. Der dicke Klops, ey, der dicke Wächter. Hui, hier wollen wir da mal schnell rauf. Dass es wirklich noch Orte gibt, die ich noch nicht erkundet habe, ist ja witzig. Vor allem sowas Offensichtliches dann auch. Ne? Ah, nee, auf die habe ich keine Lust. Bloß weg hier. Bloß schnell hoch. Aber die kommen hinterher, ne? Die Treppe rauf? Ja, schon. Nein, was mache ich denn? Ja, vielleicht sollte ich die dann doch mal wegmachen. Oh, nö. Ich bin heute irgendwie nicht so richtig... Ich glaube, Bosse und so sollte ich heute nicht machen. Ist er hinüber? Nee. Warum rennt er denn jetzt weg? Der kann doch eigentlich die Treppe hoch. Sonst rennen die ja eigentlich immer nur weg, wenn die nicht hochkommen. So wie die Monster auch. Hier die Guys zum Beispiel. Versuche ich dann immer einmal hinzulaufen. Dann logge ich die an. Dann gehe ich irgendwo rauf. Der Treppen rauf. Und dann kommen die da nicht hinterher. Und dann kann ich die schön anballern. Man weiß ja manches zu machen. Oha. Oha. Da habe ich mich verraten. Die paar Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich noch mit. Was gibt's hier? Hier oben ist auch einer drauf. Oha. Was macht der denn hier oben? Der ist schon wieder red. Immer red. Mann. Ist hier noch einer? Nee, das war er. Gibt's hier noch? Gebiet ausspähen. Tatsächlich. Was habe ich denn noch nicht? Hornride Sommervilla, die unheimlichen Höhlen, New Guard und das Bergbaudenkmal. Ernsthaft? Und Torrens Haus auch noch. Wie viele Sachen denn hier? Rissstandort auch noch. Und wo noch? Das müsste dann noch vielleicht... Du hast 7 neue Orte auf deiner Karte identifiziert. Aber müssen die nicht hier irgendwo in der Nähe sein? Oder ist das dann alles so weit weg? Wo denn? Jetzt muss ich mal schauen. Wo denn? Ich sehe überhaupt nichts Graues. Hier unten vielleicht irgendwo? Ja, hier bestimmt, ne? Hier ist bestimmt irgendwas Graues dazugekommen. Hier, Tatsache, hier unten. Als ob ich das von da hinten sehe. Hinter den Bergen.
Okay, cool. Das ist ja witzig. Schön, dann kann ich mal einen Erkundungspart wieder einlegen. Sehr schön, aber wir wollen jetzt in die Tiefe. Wenn Max schon nicht mit uns reden will, dann machen wir das jetzt für Foundation. Ich will ja sowieso mit Foundation da rein. Ha! Nee. So, jetzt. Immer diese kleinen, stacheligen Drahtzäune. So, hier sind wir richtig. Hier ist so irgendwo die Bodenklappe gewesen. Die Tiefe! Dann gehen wir jetzt in die Tiefe. Ganz tief in die Tiefe. Genug Zeit verplempert. Auf geht's. Erstmal Licht anmachen. Ne? Muss ich mich dann hier wieder irgendwo durchschwimmen? Nee, weil das jetzt woanders ist. Aber hier waren Höhlengrillen drin, ne? Höhlengrillen, glaube ich. Was war das? Fieberblüten? Ah ja, genau. Die gibt es ja bei Arctos Pharma auch. Die Frage ist nur, wo gehen wir jetzt lang? Hier, zur Fiebergrille, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Fiebergrille! Halt aber auch nicht aus, die Viecher. Heftig, ey. Säure und Drüse und Pilz nehmen wir auch noch mit. Komme ich jetzt nicht weiter wegen dem kleinen Stein? Nee, geh mal hoch. Fieberblüten nehmen wir auch noch mit. Schön. Ach stimmt, die Fieberblüten waren die blauen. Die gibt es bei Arctos Pharma nicht. Aber diese rosan, die da vorhin waren, die gibt es bei Arctos Pharma. Ja, kritischer Schlag. Eigentlich müsste die kaputt sein. Ist sie nicht. Na, jetzt geh doch. Oh, noch ein. Und ich kann irgendwie nicht rückwärts laufen. Warum kann ich jetzt nicht rückwärts laufen? Wegen der Blüte. Ich hänge an der Blüte fest. So, dann nehmen wir alles mit. Hier ist auch noch eine. Hier, nee, weg. Aber ein Pilz. Komme ich da ran? Ja. Boah, immer Arme ganz lang machen. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Hier müssen wir nämlich hin. Boah, hier sind wieder ganz viele Leute. Können wir uns da anschleichen? Wahrscheinlich nicht. Kanonenkugel. Warum nehme ich sowas eigentlich immer mit? Boah, das Eier. Und tschüss. Vielleicht fällt der da unten rein und dann kriege ich nie mein Loot. Aber das ist okay. Die haben meistens eh nichts Tolles, ne? Boah, heftig, wie viele das auch sind. Hierfür ist mein Autostim natürlich jetzt richtig gut, ne? Brauche ich da nicht so drauf achten. Obwohl, jetzt wahrscheinlich schon. Das füllt ja auch nicht immer auf. Oder wie war das? Einmal alle 60 Minuten? 60 Sekunden. 60 Minuten wäre ja auch ein bisschen heftig. Dann bräuchte ich das, glaube ich, wirklich nicht. Kriege ich wieder so viele schwere Sachen. Aber wir haben ja gerade mal ordentlich ausgemistet. Mann, die Nerven. Die springen auch immer so hoch. Kann man die gar nicht richtig anvisieren. Da das mal zack und schon ist die Kamera wieder ganz woanders. Boah, ich sehe aber auch echt schlimm aus schon wieder, was die TP angeht, ne? So, ist der kaputt? Ja, dann muss ich mich erstmal heilen. Oh, wie die rumballern heftig. Da ist schon wieder einer. Kommunistischer Soldat. Ja, mit denen würde ich mich ja auch gerne anfreunden, aber geht ja nicht. Ich bin auch am überlegt. Ich habe gar nicht richtig aufgepasst. Ihre Eltern leben die noch oder nicht? Von der, wie hieß die noch? Jen? Oder ob wir jetzt gegen die kämpfen müssen? Das ist ja auch gemein, ne? Fies, ey. Ich habe deine Eltern gefunden. So wie mit Earl von Maggie. Was ist mit meinem Papa passiert? Voll traurig. Ach, die geben gar nichts ab. Nee, gut. Dann wollen wir rein oder wollen wir außen noch? Hä? Sind wir hier falsch? Ich glaube, wir sind hier falsch. Oder ist das ein Ausgang und wir müssen wohl hier hin? Weil hier wird gar nichts angezeigt, ne? Oh, hier ist ja noch einer. Ja, wir vorhin gar nicht gesehen. Ich gehe erstmal aus dem Weg. Lass mich erstmal schauen, was ich hier machen muss. Also doch zurück. Ah, Moment, da liegt noch was. Patronen, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber okay. Doch nicht runtergefallen. Ach, und hier ist auch noch eine Munitionskiste. Ach so, da haben wir die Kugeln gerade eingesammelt. Das ist doch bestimmt wieder irgendwas anderes, ne? Hier? Ah, weil ich irgendeine andere Quest anhabe. Dann würde ich mal sagen, stellen wir die Quests mal aus. Die stellen wir aus. Die stellen wir aus. Und das hier stellen wir aus. Also doch, erforsche die Tiefe. Dann war das ja doch richtig. Also doch hierhin. Wird da denn irgendwas angezeigt? Irgendein Questmarker? Ja, da unten ist er. Okay. Also doch, dahin war doch richtig. Habe ich es mir doch gedacht. Wird man schon wieder voll in die Irre geführt von den Quests.
von den Quests selber. Mach mich zuerst. Geh nicht in die Tiefe. Ich bin die Quest, die du machen sollst. Vielleicht sollte man auch durch die Tür gehen. Lieber Blüten. Halt, da liegt noch was drin. Schrotpatronen, sehr schön. Also rein. So, und jetzt aufpassen. Hier sind auch böse, böse Viecher drin gewesen. Oder? Ich glaube schon. Nee, versteckt steht da. Okay, dann können wir uns in Ruhe umschauen. Aber erstmal können wir alles mitnehmen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, was wir finden können. Und ja, Wasser und Essen schon wieder. Das ist aber wirklich ganz schön viel, ey. Gut, dass ich... Auflauf. Gut, dass ich das mit diesen 90% weniger Gewicht habe für Essen und Trinken. Ich glaube, sonst würde ich die... Naja, gut, was heißt die Mutation wieder wegmachen? Das ist dann ja auch Zufall, welche weggeht, ne? Ach so, können wir nicht aufmachen. Dann nehmen wir das Gewehr noch mit. Und hier gibt es auch noch was. Erste Hilfe, schmutziges Wasser. Ja, der Treibstoff, der wiegt ein bisschen viel. Den lassen wir da mal stehen. Ich glaube, so dolle ist der auch nicht. Ist hier noch was? Eichhörnchen am Stiel. Melone, Mutterbeere und Böhm ist hier noch drin. Das nehmen wir noch mit. So, und dann gehen wir jetzt runter und schauen mal, was es da gibt. Liegt hier noch irgendwas rum? Irgendeine Notiz? Nee, gut. So, dann schauen wir doch mal einmal um die Ecke. Hier drinne, hier müssen wir rein. Aushilfskontrollraum. Da steht jemand. Wer ist das? Ist sie böse? Agent Muchu. Ich will keinen Kampf. Okay, dann nicht. Ich auch nicht. Die ist irgendwie auch voll hübsch. Aber die Nase immer, ne? Die Nase. Ich will keinen Ärger. Ich bin gegen meinen Willen hier. In dieser Spionagekluft siehst du nicht wie ein Sträfling aus. Erstaunlich, ein Spion lügt, um dem Tod zu entkommen. Ja, du siehst nicht wie ein Sträfling aus. Ja, das ist alles ziemlich verwirrend. Nicht alle von uns haben die freie Wahl. Sie haben gedroht, meine Familie zu töten, wenn ich nicht für sie arbeite. Über diese Abhörgeräte habe ich mitbekommen, dass du mit meiner Tochter zusammenarbeitest. Aha. Sie ist gerade auf dem Weg hierher. Ich wollte nicht, dass sie das Unvermeidbare mitbekommt. Aber jetzt ist es so. Also doch die Mutti. Ob der Papa hier auch noch irgendwo ist oder war der gestorben? Weiß ich schon gar nicht mehr genau. Oh, Schnauze, das Gespräch ist vorbei, fies. Warte mal, ich hätte ein paar Fragen. Wir sollten auf Jen warten, bevor wir weiterreden. Nee, erstmal ein paar Fragen stellen, wenn wir unter uns sind. Dann frag sie. Warum bist du nicht abgehauen, als die Bomben fielen? Du hast also nur Befehle befolgt, wie? Was ist denn das für ein Ort und warum seid ihr noch hier? Mehr wollte ich nicht wissen. Was ist das für ein Ort? Warum seid ihr denn noch hier? Das ist ein Horchposten. Unsere Mission ist kompliziert zu erklären. Außer man weiß, was nebenan los ist. Ich erkläre es dir später, wenn du mich am Leben lässt. Ja, machen wir. Lassen wir. Warum bist du nicht abgehauen, als die Bomben fielen? Bin ich doch. Sie haben mich mit Tracern in meiner Ausrüstung gefunden. Jahre später. Ich dachte, alles wäre vorbei und ich wäre frei, da es keine Regierungen mehr gab. Hätte ich es gewusst, hätte ich alles zurückgelassen und auf das Beste gehofft. Ich dachte, daran festzuhalten würde mein Leben retten. Aber ich lag falsch, so falsch. Ja, es gibt sehr viele Leute, die ziemlich falsch lagen. Also warst du schon vor dem Krieg ein Spion? Jemand hat dich gefunden, wer denn? Ja, wir wissen ja, dass sie ein Spion war. Wer hat dich gefunden? Noch ein Vorkriegsagent. Sehr loyal. Sie kommen nur gelegentlich hier vorbei, um nach uns zu sehen. Aber glaub mir, du willst sie lieber nicht treffen. Nee? Doch. Ach so, das muss man auch fragen. Okay, warst du vorher auch schon ein Spion? Ja, ich wurde von klein auf gedrillt. Ich kannte nichts anderes und hab's mir auch nicht ausgesucht. Entweder macht man mit oder ist tot. Wenn ich mir diese ganzen Drähte und so angucke, sieht das echt so aus, als wäre sie ein Gefangener. Heftig, ey. Du hast also nur Befehle befolgt, was? Befehle. Ich wurde mein Leben lang nach ihrem Willen geformt. Ich habe nichts hinterfragt, denn ich wusste nicht, dass man anders sein durfte, anders denken durfte. Wir wurden belogen. Aber die Leute hier wurden auch belogen. Als ich die Strippenzieher sah,
wollte ich nichts damit zu tun haben. Ich floh. Und dann? Ach so, mehr gibt's nicht. Ja gut, dann reicht das erstmal. Gut. Ja, dann warten wir mal auf Jen, ne? Das endet sowieso gleich. Sie müsste gleich da sein. Das verraten mir die Entfernungswarnungen auf der Konsole. Aha. Du kannst das hier lesen. Da bist du ja. Ich bin da. Da! Mama? Bist du das wirklich? Du lebst. Du bist am Leben, Mama? Warum bist du hier? Was ist das für ein Ort? Jen, was machst du hier, du dummes Kind? Du musst schnell hier weg. Wir wollten deine Leiche suchen. Ich brauche einen Anzug. Ich habe Papa vor Jahren in seinem begraben. Ich konnte ihn nicht ausziehen. Er kam darin ums Leben. Ich wusste nicht, dass du am Leben bist. Woher auch? Du bist gegangen. Bewege dich nicht, okay? Ich werde einen Weg finden, wie du hier rauskommst. Ohne, dass wir dich mit allen anderen hier unten töten müssen. Also Papa doch tot, aber Mama Spion. Sprich mit Jen. Das ist... Ich kann es nicht fassen. Ich war mir sicher, dass sie von ihnen getötet wurde. Aber sie ist hier, arbeitet für sie. Mir schwirrt der Kopf. Ja, mir auch. Wir brauchen nur die Spionagetechnologie, alles andere ist uns gleich. Was sie auch getan hat, sie ist und bleibt deine Mutter. Sie hatte kaum eine Wahl. Sie wird die Technologie nicht einfach so rausrücken und muss für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Na, sie hatte kaum eine Wahl. Wie kann sie das ihrem eigenen Kind antun? Wieso lässt sie ihr eigenes Kind in dieser Welt einfach alleine zurück? Es ist ziemlich viel verlangt, ihr zu verzeihen. Kann man aber trotzdem machen. Oh, Charisma schon wieder. Ach, wie schade. Ha, also Charisma wäre 8+. Du musst ihr nicht heute vergeben. Du musst ihr nur heute das Leben retten und dann daran arbeiten, ihr in der Zukunft zu vergeben. Ja. Du hast recht, man sollte von dir keine Vergebung erwarten, nur weil du mit ihr verwandt bist. Vielleicht gibt's eine andere Lösung. Ja. Ich sehe keine. Ich bin so wütend. Nichts macht irgendeinen Sinn. Ist das gemein. Also entweder die Spionagetechnologie, alles andere ist egal, oder sie muss zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, dann die Technologie. Oh, ist das böse. Stimmt. Sie hat mich verlassen und mich denken lassen, sie wäre tot. Wofür? Für fehlgeleiteten Patriotismus. Lass uns den Anzug holen und gehen. Für mich ist sie schon lange tot. Können wir sie jetzt nicht retten? Wenn sie wirklich alleine sein will, ist das ihre Entscheidung. Wir nehmen den Anzug und gehen. Wenn ich dir diesen Anzug gebe, jagen sie dich. Und sie finden mich. Vielleicht nicht morgen, aber irgendwann. Sie töten mich dafür. Mein Leben ist mir egal. Ich könnte schon tot sein. Aber sie töten auch Jen. Und das kann ich nicht riskieren. Sie hat recht. Seien wir wenigstens gnädig und beschützen dich. So habe ich das nicht gemeint. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Aber hier haben wir jetzt Intelligenz 4+. Das Ergebnis mag dasselbe sein. Aber jetzt nicht drauf zu gehen, gibt uns immerhin die Chance, dem Tod auch in Zukunft von der Schippe zu springen. Das stimmt. Es ist schwer, nicht die Hoffnung zu verlieren. Aber du hast gelernt, dich zu verbergen. Versuch es wenigstens. Ich kann dir helfen, wenn du mich lässt. Wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir dich retten? Reden wir darüber. Ich muss mich verstecken und den Anzug zerstören. Sie können ihn orten. Vielleicht können wir das Signal des Anzugs ein-, zweimal abschirmen. Aber würdest du ihn auch nach dem Einsatz aufgeben? Du musst dich schnell entscheiden. Wir brauchen es eigentlich nicht, nachdem wir Volt 79 geöffnet haben. Mist, ich habe dir nur geholfen, weil ich diesen Anzug haben wollte. Und Intelligenz 12+ haben wir leider nicht. Ohne das Teil gesehen zu haben, kann ich nicht sicher sein. Aber vielleicht fallen Penny oder mir selbst noch Gegenmaßnahmen ein. Ah! Ja, eigentlich brauchen wir den nur für Volt 79. Du hast wahrscheinlich recht. Unfassbar, sowas wegwerfen zu müssen. Ich mache hier alles fertig und sehe dich in Foundation. Ich brauche noch einen Moment.
Okay, trifft Jen in Foundation. Letztes Mal ist das hier aber mehr abgegangen, ey. Heftig. Ja, bitte. Ich hätte nie gedacht, meinen Schatz Jen nochmal zu sehen. Ich habe noch immer große Angst. Aber danke für deine Hilfe. Ja, bitte, gerne. Immer wieder gerne, ab in die Tiefe. Oh, mehr war das nicht. Warum waren denn hier letztes Mal so viele böse Leute und diesmal nicht, ey? Das wundert mich ja ein bisschen. So, den Schlüssel, den haben wir ja einmal durch. Und hier ist die Hauptader. Wo ist sie denn? Jetzt fängt es an zu wackeln. Da ist sie. Da ist sie. Und dann können wir sagen, wo wir raus wollen. Aber lass ich ja reisen. Das Moor. Savage, weit Norden, Osten, Süden oder gar nichts tun. Ja, weiß ich nicht. Süden, ne? Wo mal in den Süden raus. Im Süden. In den Süden, ab in den Süden. Dann schauen wir mal, wo rauskommen. Norden weiß ich ja. Das habe ich mir ja selber markiert. Ganz oben. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Wo hat sie uns hingebracht? Ah, hier unten. Perfekt. Dann können wir hier gleich hin. Dent and Sons. Dent and Sons. Projekt Paradies. Sehr schön, sehr schön. Laufe ich denn diesmal richtig? Naja, fast. Hier so lang. Hui, das war ja aufregend jetzt, ey. Mein, irgendwie ja schon, ey. Ah, so, dann schauen wir mal. Bin ich jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr viel schneller durch den... Ah, gut. Da hänge ich mich noch schneller auf. Ja, hier sind wir richtig. Schön Brombeeren und alles jetzt einsammeln. Aber ich habe auch noch so viele Bonbons. Die könnte ich ja essen. Geben zwar nicht so viel. Aber davon habe ich ein paar hundert Stück. Ich glaube 400, 500. So, hier ist richtig, ne? Hier ist es. Und? Aktivieren. Auf der Karte bitte aktivieren. Moment, hier ist irgendwas Böses. Vampir. Och nö, Blutkäfer. Die mag ich ja besonders gerne, ey. Dann lieber Todeskralle. Nur Radix noch mit. Na, wo ist er jetzt hin, der Blutkäfer? Jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Der muss erst weg, damit ich mich hier in Ruhe umgucken kann. Vampir-Blutkäfer. So, das ging ja schnell. Okay, wenn das so schnell geht, dann ist das ja in Ordnung. So, sind hier noch mehr? Was ist das jetzt? Einmal ducken. Versteckt. Schön. Dann sind wir da ja auch ein Stückchen weiter. Sieht aber auch irgendwie schick aus. Ja, alles total zerstört. Sieht überhaupt nicht schick aus. Also, dann überlege ich mir, wo ich jetzt weitermache. Ob ich nochmal mit Beck rede. Oder ob wir dann uns in Foundation wieder treffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.